Bei der Körperhaltung auf dem Motorrad gibt es so die ein oder anderen Missverständnisse, wie wir vielleicht in dem letzten Video schon erfahren haben. Da haben wir nämlich über die sogenannte Faustregel gesprochen und heute widmen wir uns mal ein bisschen dem Oberkörper und was es da so für, naja, ich sag mal jetzt nicht unbedingt Missverständnisse, aber ein paar so Falschmeinungen im Internet rumkursieren. Schaut es euch an, ich bin gespannt, ob es der ein oder andere schon wusste. Bis gleich. Es gibt ja nach wie vor schon ein umfassendes Video von mir zur Körperhaltung. Das war eins meiner ersten Videos. Da spreche ich natürlich alle wichtigen Themen an. Und jetzt habe ich auch schon einiges aufgeschlüsselt von der Rastenposition, die Faustregel, dann gibt es ein Blickführungsvideo. Und man muss das ganze Thema Körperhaltung und allgemein die Haltung am Motorrad in mehrere Sequenzen aufschlüsseln, weil ich glaube nicht, dass es möglich ist, das Ganze in einem 15 oder sogar 20 Minuten Video irgendwie rüberzubringen, wenn ich bedenke, dass in meinen Coachings dafür teilweise den ganzen Tag Theorie drauf geht, in der Box, am Motorrad, auf der Rennstrecke, um das so einigermaßen beizubringen. Und deswegen schlüssel ich das Thema so auf und deswegen unterhalten wir uns heute mal über den Oberkörper und vor allem auch um die Kopfhaltung mit dazu. Ich kriege immer viele Fotos von euch, viele Bilder von euch, wo ich sehr dankbar bin, da freue ich mich immer auf Post. Und ich habe natürlich auch mit vielen Schülern da draußen zu tun und es ist nicht extrem häufig, aber es passiert sehr oft, dass ich gewisse Dinge sehe, die aber letztendlich resultieren heraus, weil man sich vielleicht Marquez anschaut und will den eventuell nachmachen. Das ist vielleicht okay, sich so eine Benchmark als Vorbild zu nehmen. Wir werden zwar alle nicht hinkommen, aber lieber die Latte etwas höher legen als zu niedrig, logischerweise. Aber es könnte sein, dass man dadurch das ein oder andere falsch interpretiert. Wenn man Fotos oder Slow-Motion-Aufnahmen von unserem Marquez Rossi, wer auch immer, sieht, dann sieht man die immer ganz nah am Boden unten und extrem hier vorne und, boah, und Ellbogen und Schulter schleift schon fast am Boden. Und dann kommt es gerne, dass der ein oder andere hergeht und will das Ganze nachmachen und fährt quasi auf der ganzen Strecke oder auch auf der Straße. Ich sehe auch teilweise Videos von der Straße, die ihr mir schickt. So am Motorrad hängen und das eigentlich immer, ne? Also permanent. Und man muss bedenken, dass diese Haltung, wenn man so weit nach vorne geht, nur am Scheitelpunkt relevant ist. Also nicht am Eingang der Kurve, nicht beim Auslösen der Kurve, nicht am Ausgang der Kurve, sondern lediglich am Scheitelpunkt. Es fängt eigentlich an, die Kurve auszulösen und da brauche ich meinen Oberkörper und ich brauche den Hebel meines Oberkörpers. Ein bekanntes Problem jedes Motorradfahrers ist, dass das Motorrad vielleicht nicht am Eingang dahin fährt, wo man hinfahren will oder es sich vielleicht schwer tut, dahin zu fahren. Und desto weiter ich am Eingang der Kurve oder beim Auslösen des Kurveneingangs unten am Motorrad bin, umso schwieriger ist das Ganze. Deswegen ist es mir wichtig, nicht mit dem Oberkörper nach unten zu gehen, sondern nach innen zu gehen. Warum ist es so? Desto länger mein Oberkörper ist, umso mehr Hebelwirkung habe ich, umso mehr Potenzial meines Gewichts kann ich ausnutzen, um das in den Kurven, inneren Radius zu bringen und nicht nach unten. Weil dieses nach unten passiert erst am Scheitelpunkt oder kurz vorm Scheitelpunkt, wenn man die Bremse löst und stattdessen das Gewicht vom Körper mehr nach vorne bringen möchte. Und dann sieht es oft so aus, als wenn die Profi-Rennfahrer immer nach unten gehen würden, aber letztendlich gehen sie nach innen. Und dann kommt nämlich der Faktor Schräglage dazu. Uah, wie oft fälle ich denn eigentlich nur vom Motorrad? Huh. Bestimmt fragst du dich schon die ganze Zeit, was das für ein geiles T-Shirt ist, das ich hier anhabe. Race together, stand together. Unser Motto im Moment zu zeigen, wie geil unsere Community der Motorradfahrer in der Krise eigentlich ist. Der Kai und ich haben uns zusammengeschlossen. Der Kai hat dieses T-Shirt entwickelt, gedruckt. Das ist hochwertiger Siebdruck. Der hat eine eigene Druckerei. Das machen wir jetzt zum Zeichen, wie geil unsere Community eigentlich ist. Deswegen gibt es dieses T-Shirt jetzt bei mir im Online-Shop zu kaufen. Für Männer zwischen S und XXL. Und es gibt es auch für Frauen. Da ist es aber dann was Rotes in Pink.
schaut mal gern rein in den Online-Shop, verlinke ich unten in der Beschreibung. Wäre echt geil, wenn viele von euch sich das bestellen und auch anziehen, um zu zeigen, wie solidarisch und wie zusammenhaltend unsere Gemeinschaft eigentlich ist. Weiter geht's im Video. Und der Faktor Schräglage macht dann eine optische Täuschung und man meint dann, die gehen nach unten, dabei gehen sie aber eigentlich nur nach innen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Häufig passiert auch ein Folgefehler durch diese Haltung, wenn man versucht, mit dem Kopf, mit dem Oberkörper nach unten zu gehen. Und zwar dreht man dabei gerne seine Hüfte ein und rutscht mit dem Knie zu weit nach unten. Das heißt, es kommt die typische Fragezeichenhaltung. Weil man nach unten gehen will, rutscht das Knie runter und der Arsch rutscht runter und dann gibt man so einen Knick ins Motorrad und dann, also in den Oberkörper. Und dann ist es so, dass man eigentlich weniger ein Hanging-Off fährt, sondern mehr ein Drücken. Und deswegen ist es so wichtig, diese Wirbelsäule so gerade wie möglich zu haben und inklusive dem Kopf so in die Kurve zu gehen am Eingang. Wir können eigentlich unseren Kopf als Auslöser für das Ganze nutzen. Wenn wir, vorausgesetzt du kennst meine anderen Videos und das kannst du auch umsetzen, wenn wir von dem ausgehen, dass wir unsere Körperhaltung, Arsch rüber, Knie raus, Druck auf der Innenraste, in der äußeren schön einhängen, Knieschluss, Tankschluss etc. alles haben und dann auf eine Kurve zufahren, bam, nach oben gehen, dann ist der Kopf der Auslöser, also zumindest bei mir. Ich kann dir nur sagen, was ich immer mache. Und bei mir ist der Kopf der Auslöser und der Kopf geht bei mir so in die Kurve. Und da in dem Moment, wo ich den Kopf löse, ne, also von noch geradeaus fahren zu ich suche meinen Scheitelpunkt, drehe ich den Kopf in einer geraden Linie zu meiner Wirbelsäule. Das heißt, ich mache nicht so, sondern ich suche mir meinen Scheitelpunkt, meine Linie, und dann kommt meine Wirbelsäule mit und dann wird mein Oberkörper gerade zum Kopf. Und dann habe ich mächtig viel Gewicht. Und das ist auch der Grund, warum ich hier immer fast vom Motorrad falle. Das ist jetzt hier zwar statisch und nicht dynamisch, weil sich nichts bewegt und nichts dreht, aber man sieht mal, wie viel Last man hier reinbringen kann und wie viel Gewicht man in den Kurvenradius bringen kann. Und desto mehr Gewicht ich im Kurvenradius... Und desto mehr Gewicht ich im Kurvenradius habe, umso aufrechter ist mein Motorrad. Und das ist alles hier beim Bremsen noch. Und desto weniger Drehzahl ich kriege, umso langsamer werde ich, umso stärker löse ich die Bremse, umso weniger Gewicht kriege ich theoretisch am Vorderrad und das kompensiere ich dann mit dem nach vorne gehen. Bam. Und erst dann gehe ich nach vorne. Und dieses nach vorne gehen, dieses neben dem Motorrad sein hier, das ist nur der kurze Moment am Scheitelpunkt, dieses BAM! Der Fotograf muss mich dabei erstmal erwischen, weil das ist nur eine Sekunde, wenn überhaupt, vielleicht zwei, naja, irgendwie so. Und das ist nur ein ganz, ganz kurzer Moment. Und jetzt kann man hergehen und kann sich das auch von dem einen oder anderen Profi mal abschauen. Schauen wir uns ein paar Fotos an. Schauen wir uns an, wie Marquez am Kurveneingang fährt. Schauen wir uns mal Jonny Ray an. Schauen wir uns mal Lorenzo an. Schauen wir uns mal Tito Rabat an. Da ist es ganz extrem. Oder schauen wir uns mal allgemein an, was sie mit ihrem Kopf machen. Die wenigsten haben da so einen Knick drin, sondern die gehen alle bam, so raus. Ne? Erstens mal die Blickführung, die dazu wichtig ist, die leitet das sowieso einher. Und dann kommt der Kopf hinterher und dann kommt der Oberkörper hinterher. Und der Rumpf hängt im Motorrad. Das Motorrad fährt eigentlich mit einem mit. Ja? Du bist der Chef. Du bist derjenige, der anschafft, der wo sagt, wo es hingeht. Das Motorrad fährt dir eigentlich nur hinterher. Du darfst nicht dem Motorrad hinterherfahren. Du bist der Chef. Du bist derjenige, der wo zu dem Bike sagt, hey, Kollege, hier rüber, nicht hier, hier rüber. Und deswegen, in Herrgotts Namen, ich, bam, will hier rüber. Bam, ich will dahin. Nicht du. Du sagst nichts, du hast dir nichts zu sagen, du machst genau das, was ich von dir möchte und das zeige ich dir komplett konsequent. So Leute, ganz ehrlich, wer hat's gewusst? Wer hat sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Ich denke, der eine oder andere, der hat das bestimmt schon mal gehört und auch selber gesehen und selber gemacht und hat sich bestimmt schon die ein oder anderen Gedanken dazu auch gemacht. Schreibt es gern unten in die Kommentare, wer das schon gewusst hat.
würde mich interessieren. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video und natürlich dürft ihr den Kanal gerne abonnieren, wer mich noch nicht kennt. Ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.